Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Online. Ich weiß, ich bin etwas unzuverlässig die letzten Wochen gewesen. Ich versuche das momentan irgendwie wieder so irgendwie hinzukriegen. Ist alles nicht so einfach. Lassen wir es so stehen. Also ich kann euch nichts versprechen, aber ich kann es versuchen. Auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich unendlich Strom, unendlich Nahrung, ja. Ui. Und natürlich ein paar Caps kriegen wir auch. Oh, 2000. Hm. Zack. Okay, wir sind bedient für eine Weile. Es gab ein Update. Ich weiß nicht, was das hier unten bedeutet. Aber wir werden das jetzt hoffentlich herausfinden, indem ich das einmal ganz kurz herausfinde. Was steht denn da? Ah, fängt das wieder an. Ich kann übrigens immer noch nicht die 1 drücken. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. Ah, was mache ich denn? Weißt du, kaum fange ich wieder an, bin ich wieder voll verwirrt. So. Ja, was heißt du denn? Okay, das hier unten bedeutet Öffentlichkeit? Was hat denn das mit der Öffentlichkeit zu tun? Hä? Es ist irgendwie ein Balken, was zum... Es ist ein Chat! Ah! Oh, ist auf jeden Fall ziemlich voll. Naja, wir lassen uns da erstmal nicht stören. Vielleicht finden wir noch ein paar Leute hier. Wir können ja hier Leute sehen, oder? Waren hier nicht eine Milliarde Leute? Oh, ich hab Post. Bekomme ich das? Ist das ein Geschenk für mich? Ich habe Lunchboxen bekommen. Oh, heute großes Unboxing von Lunchboxen. Ist das geil. Ja. Jetzt kriege ich hier noch mehr Geld. Wir können uns richtig viel leisten. Wir können uns richtig geile Leute kaufen, Freunde. Oh Gottes Willen. Ist der Posteingang oder was? Ja, das waren die Leute. Ja, ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Kriege ich hier jetzt irgendwas? Eine Säge? Ich weiß nicht, was ich mit einer Säge anfangen soll. Aber offensichtlich soll ich das hier upgraden mit der Säge. Wir tun es einfach mal. Ich finde es so schön, dass ich nichts verstehe, aber trotzdem spiele. Also, es ist wunderbar. Kann ich das hier auch... Oh, nee, da fehlt was. Was fehlt denn da? Achso, ich kann wahrscheinlich nur ein Gebäude zur Zeit machen. Alles klar. Zeit, ein paar Lunchboxen zu öffnen. Gib her den Scheiß. Ich will alle öffnen. Jetzt steht er bestimmt verschrotten. Ja, komm, verschrotten wie 8 Stück. So, wir haben Sachen bekommen. Ja, gut. Wir haben hier noch eine Lunchbox. Öffnen wir die mal. Die ist wenigstens nicht golden. Da ist bestimmt gutes Zeug drin. Und? 5 Holz. 2 Holz. Und 2 Holz. Autsch. Und da war richtig tolles Zeug drin. Alter, da fand ich das hier besser aus dem goldenen. Ja, sagen wir es mal so, die Lunchboxen, die sind hier jetzt nicht so toll wie im alten. Well. 喂,能听见吗?如果有谁能听见的话,快告诉我,哪里能找到蛮人古古娜的第五节啊?我真的好想看第五节,拜托,有谁知道的话,请一定要告诉我。Aber er ist verstanden. Der meinte, er hat seine Unterhose verloren und muss sie im Ödland jetzt wiederfinden. Ah nee, sie ist doch im Wäscheschrank. Irgendwie so. Kann ich natürlich alles verstehen. So, du bist irgendeine Truller, die wir bekommen haben und hier steht gar nichts. Perfekt, so. Auf welchem Stand sind wir denn? Hier waren wir schon, ne? Hier sehen wir überall ein Häkchen, wo wir schon waren. Was diese zwei bedeutet, weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall diese zwei Sachen hier besuchen. Wir haben eine Stärke von 1441 und wir brauchen 1500, um daran zu kommen. Das ist ja gar kein Problem. Weil hier können wir nämlich easy hingehen. Und das hier sind dann... Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ey. Ich werde jetzt einfach mal gucken, was das hier bedeutet. Irgendwann reicht es auch mit dem... nicht wissen. Hä? Machen wir es hier so. Alles klar. Ein I und ein Fragezeichen spuckt er mir da aus. What? Kannst du das mal richtig machen? Hä?
Weißt du, wenn ich hier was anderes einscanne, spuckst du mir dann mehr aus als ihn? Fragezeichen. Ja. Ja, geil. Ich denke, das sind einfach unsere Feinde, weil sie auch rot sind. Ja, ich denke, das sind die Feinde. Da können wir sie im Überblick angucken. Was steht da so Schönes? Einfach mal so spaßeshalber gucken. Slave, Rasse, Mensch. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein Hund. Also, was steht da? Schadenstyp, physische Angriffe. Okay, hier finden wir Informationen über unsere Gegner, aber natürlich Feinde, Glaube, Akademie-Team. Okay, haben alle dasselbe. Steht auch überall dasselbe. Aber was hat dieser Pfeil hier zu bedeuten? Steht die hinten oder haut die ab? Ich weiß nicht. Wir greifen einfach mal an. Das sind unsere, die Sachen, die man finden kann. Und das ist unsere Belohnung. Punkt. So. Geklärt. Ja, ich denke, wir können losziehen, ne? Das sind noch die Leute, die wir da haben. Eigentlich können wir die hier sogar austauschen, weil der hier ist besser. Ja, tut mir leid, aber... Ich glaube, das war unser Neuzugang, oder? Ja, das ist unser Neuzugang. SR. Sehr schön. Ja, cool, dann haben wir jetzt eigentlich eine Stärke von 1593. Das heißt, die andere Quest können wir auch noch machen. Ja, easy. Gehen wir los. Es wäre so ein wunderschönes Spiel, wenn ich verstehen würde, was da abgeht. Oh, naja. Wollen wir direkt mal losziehen? Ach, Gespräche. Ich liebe Gespräche. Gespräche sind was Tolles. Vor allem, wenn man sie nicht verstehen kann. So, nun, sie kamen CI. Sollte es etwas sein, was wir brauchen? Habe ich auch nicht verstanden, Leute. Keine Sorge, ich verstehe genauso viel wie ihr. Hier wird es eine gute Sache sein. Am besten eigentlich Müll und Abfall. Okay, wird es gute Sachen geben, Müll und Abfall. Das sind wirklich tolle Dinge, die du aufgezählt hast. Ich freue mich bereits drauf. Ich hoffe, er ist noch eingescannt. Wie das Sprichwort sagt, er ist Abfall. Schatz ich es. Mein Vater hat mir einmal gesagt, ist mein Schrott, diese Generation sind die Eckpfeiler der Entwicklung der Zivilisation. Alles klar, in einer Zivilisation, die untergegangen ist, ist. Es ergibt alles Sinn. Nachdem er zurück, werde ich Ihnen gerne Gehirn für eine umfassende medizinische Untersuchung geben. Okay, wenn Ihr Vater zurückkommt, dann wird sie ihn töten und sein Gehirn uns übergeben. Das ist doch eine nette Frau. Wenn nur alle Frauen so wären. So. Ich meine, wenn es wenigstens irgendwie Gespräche wären, die irgendwie Sinn ergeben. Weil das ist Geplänkel. Gut, gut. Wir haben wieder einen Zeitplan. Es gibt eine Menge von Räubern und Aasfressern. Können sie nicht sehr freundlich sein? Okay, sie können nicht sehr freundlich sein. Wer jetzt gedacht? Gegner sind nicht freundlich. Dinge, die die Welt bewegen. So. Da haben wir schon mal das Glas in einem Tresor. Ja, jemand bewahrt Glas in einem Tresor auf. Das muss wirklich ein Genie sein. Ah, Tutorial? Haben wir immer noch nicht alle durch? Was haben wir denn hier? So. Totenkopf-Logo, orange. Elite-Feinde, Clown. Viele von ihnen mächtige Feind als der Durchschnitt, aber werden seltene Gegenstände fallen lassen. Okay, es gibt schwere Gegner und die haben gute Sachen dabei. So, kurz mal gesagt. Dann gehen wir mal hier hoch. Hauptsache, wir haben nicht mehr so ellenlange Gespräche. Es geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Huch. Eine Munitionslieferung, Waffenlieferung, whatever.
Dies ist... Ah, Sie sagen, dass Sie nicht wissen. Ah, nicht, das ist sehr kompliziert zu erklären. Es wird noch komplizierter, wenn man alles erraten muss. Im Grunde wirkt sich kleine operative Effizienz des Staates, des Medikamentskader. Was willst du von mir? Alter Schwede. Okay, versuchen wir es nochmal mit Yahoo. Das ist... Ich sagte doch, du verstehst es nicht. Nein. Es ist eine komplizierte Erklärung und es hat im Grunde wenig Wirkung. Teamkampfeffizienz der staatlichen Droge. Es ergibt immer noch keinen Sinn. Sorry, aber wo? Was willst du von mir? Da ist eine Waffe drauf. Wo sind das Drogen? Einige Zustandsdrogenzyklus ist lang. Einige staatliche Drogenaktionszyklus ist kurz. Sie eine gute Möglichkeit, wie zu benutzen. Okay, wir haben hier einige Drogen. Das Verwirrende an der ganzen Geschichte ist, da sind Waffen drauf gewesen auf der Kiste. Was haben wir denn hier? Die nächste Schlacht ausweichen um 10 erhöht. Okay. Im nächsten Kampf. Weiter Kampf in Verteidigung und körperlicher 30%ige Erhöhung der Energiestabilität. 30% Resistenz, würde ich mal schätzen. Und das hier dürfte 10% Angriff sein. Physische Verteidigung bietet Widerstand gegen Energie. Rose 10. Physische Verteidigung, Energieresistenz 10 Liter. Okay, Yahoo macht hier auf jeden Fall einen richtig guten Job gerade. Wir werden hoffentlich den auch behalten können. So, was haben wir denn hier? Das hier ist ja Ausweichen. Das hier ist dann der andere Kram. Energieresistenz erhöht sich um 30%. Das ist alles Verteidigung. Wir haben Energieresistenz 30%. Mal gucken, ob es uns irgendwas nützt. Okay, da ist der fette Gegner drin. Ich würde sagen, bevor wir den Gegner angreifen, sollten wir den Rest der Vault durchsuchen. Nur falls hier auch irgendwo nochmal so ein Buff ist. Weil wenn wir noch so einen Buff finden mit Angriff oder so, dann dürfte das schon ganz gut enden. Nein. Okay, so viel dazu. Bin ich auch einfach direkt reingerannt, wie so ein Bekloppter. Aber läuft ja. Was ist das denn? Blutungsschaden? Wow, nice. Sniper, sie weg. In den Kopf, Junge. Was bist du denn für ein Sniper? Hey, Stimpack. Den können wir wahrscheinlich nur hier benutzen, ne? Unsere Leute sind noch fit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nur der Hund hat Leben verloren. Dürfte jetzt ja nicht allzu schwer sein. Das ist das Ziel? Nein, ich will noch nicht zum Ziel. Nein, nein. Zurück, 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 zurück. Noch mal dahin. Zum Glück kann man da wieder abhauen von. So Leute, jetzt mal ein bisschen schneller. Geht auch. Okay. Ja komm, mach mal deinen Hammerhieb. Der ist sowieso fast tot. Ist ja komplett tot. Du beiß ihr mal in die. Ja gut, hat sie wahrscheinlich nicht, was ich sagen wollte. Deswegen verpassen wir. Nein, die da! Wen greifst du denn an? Effizient. Alles klar, kein Loot. Danke für nichts. Wenn die wenigstens Erfahrung geben würden. Na, Loot. Nice. Oh. Ist das ein kleiner Boss, dem ich jetzt einen Headshot verpasse? Na gut. So viel zum Headshot. Ja, die hält gut was aus. Aber sie ist betäubt. Seit wann gibt's das? So Betäubung und den ganzen Kram. Ach du Scheiße. Die dreht völlig am Rad. Wir brennen. Krieg dein Ulti ein bisschen schneller. Du musst alle heilen. Eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr. Ja komm, heile trotzdem alle. Weil wir es können.
Gib mir Loot! Hätte ich auch überspringen können, indem ich einfach weitergehe. So, ich kann nicht glauben, dass diese Räuber wirklich gerne Waffen benutzen, um die Verschwendung zu verstärken. Also, das Töten. Ach, Kacke. Ist mein hässliches Gesicht wieder im Weg, ne? Ja, darum muss ich mich kümmern. Ich pack mich mal kurz hier oben hin. So. Jetzt können wir uns das angucken. Ja, ein Scan bitte. Dankeschön. Du hast recht, wenn wir zurückkommen, können wir Abfall in Schatz verwandeln. Um unsere eigene Ausrüstung zu stärken. Die Tussi muss irgendwas dabei haben, von dem wir noch keine Ahnung haben, was es ist. Aber die wissen es offensichtlich. Anscheinend so ein Abfallkonverter, der Abfall in Rüstung oder so verwandelt, oder ich weiß es nicht. Sei nicht zu früh stolz, hier ist immer noch sehr gefährlich. Ich will nicht auf Verstärkung warten. Um den Räubern zu stehlen, schlagen sie mich greifbar. Schlagen sie mich greifbar. Alles klar. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das muss ich nicht aussprechen. Ronny, sei nicht so ernst. Ich kaufe dir einen Drink, wenn du zurück bist. Gib mir den Scheiß. Ja, guck mal, ein Händler. Ist es vielleicht das, was die angesprochen haben die ganze Zeit? Ich glaube ja, ne? Oh, das ist die legendäre Ödland geheimnisvoller Geschäftsmann. Wir sind hier. Sie haben viele gute Sachen. Ja, gib her den Scheiß. Holz? Holz findest du gut? Sind Sie sicher, dass Sie dieses Produkt kaufen möchten? Was kostet mich das denn? Staatseigenen 9. Kostet mich anscheinend 2 Nuka-Cola und ich habe 70. Ja, gib her den Scheiß, ja, komm. War toll, ist was anderes, ne? Will ich sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, aber doch. Oh. Ein geheimer Schwarzhändler. Was hat er uns zu bieten? Waffen? Atomraketen? Macht? Holz. Holz. Naja, wahrscheinlich wird das später wichtig sein und wir freuen uns über jedes Stück Dreck, was wir haben. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, nice. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Das ist wirklich... es ist voll von... Ah, so viel Material. Genug, um eine Reihe von Waffen und Ausrüstung zu schaffen. Weißt du? Der hätte mir doch gleich einfach Waffen verkaufen können. Wieso verkauft er mir direkt, damit ich mir selber was herstelle? Das ist so, als wenn du zum Dönerladen gehst, sagst, ey, ich will einen Döner. Dann klatscht er dir ein bisschen Fleisch in die Tüte. Drück dir ein Brötchen in die Hand und sag, geh nach Hause, mach dir selber. Worauf wartest du noch? Mit dem Material sofort umzustärken. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Oh Gott, bitte sag nichts. Was ist das? Ah, man kann doch Klamotten geben. Okay. Wir haben irgendwie eine Auswahl an Waffen.
So, schau hier, hier ist die Kampfausrüstung. Ja, für den Kampf, Leute, das muss der Fokus sein. Wie viele Ressourcen? Die Materialien sollten hier Vorrang haben. Das heißt, wir können Sachen verbessern, brauchen dafür aber Material. Jetzt wird da langsam ein Schuh draus, wo wir Waffen mehr bekommen. Komm schon, lasst uns anfangen zu stärken. Yay! Hey, du mich auch. Okay, wir haben verschiedene Waffen. Ich glaube, das hier ist unsere normale Waffe und das ist unsere Ultimate, oder? Wir haben jetzt zwei verschiedene Waffen. Sieh es, nach der Stärkung unserer Kampffähigkeit addiert. Dieses tolle Gefühl, fantastisch. Ja. Hier, das ist doch meine normale Waffe, oder? Also ich glaube, das ist meine Ultimate. Ich könnte alles noch verstärken. Auch die Klamotten. Namen kann man noch nicht ändern, oder? Also, ich habe die Möglichkeit, irgendwas runterzuladen. Ich kann irgendwas mit dem Chat machen. Irgendwie eine externe App. Ja, cool. Nützt mir aber alles nichts. Ich wollte eigentlich gucken, ob es mittlerweile geht, Namen zu ändern. Aha. Wir haben 1000 Moneten. Ist schon eine coole Einheit. Kann ich sie kaufen? Irgendwas 10. Ich würde gerne Leute kaufen. Wir haben 1000 Moneten. Wie komme ich nochmal an Leute ran? Nuka-Cola? Ja, das ist schön. Eine Lunchbox kostet momentan $268. Und eine goldene 2280. Irgendein geheimnisvoller Mensch. Irgendeine Ghoul-Kram-Kacke. Ja, kann man denn nirgendwo draufdrücken? Ich will wohl draufdrücken. Aber es kostet ja richtige Yen. Ich habe keine richtige Yen zu Hause. Ja, wer braucht das auch schon? So, ich würde gerne Leute kaufen. War das nicht hier? Ich hätte schwören können. Wie bin ich verwirrt? Könnte man hier nicht auch irgendwie Nuka-Cola in Geld umwandeln und so? Mir war so. Okay, das hier ist irgendwie so ein tägliches Angebot. Ah, hier kann man Leute verbessern. Für ein paar Moneten. Oh, jetzt habe ich gerade gerollt. Ja gut. Shit happens. Wir haben übrigens keinen Timer gestartet, das ist ein bisschen scheiße. Aber ich würde... Die haben hier doch irgendwas verändert. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Beim letzten Mal haben wir doch easy noch gefunden. Oder finden wir Leute nur in Lunchboxen? Ich hätte schwören können, hier im Shop konnte man was kaufen. Die Frage ist, so komme ich raus. Ja gut. Ich würde sagen, du brauchst noch was zu tun.
Und dann können wir eigentlich auch die Folge beenden, nicht wahr? Scheiße. Keine Ahnung, wie ich da rauskomme. So. So, wir haben hier auf jeden Fall noch ein Radiostudio. Wieso gehst du da nicht einfach mal hin? Und dann versuche ich einfach mal herauszufinden, wie wir nochmal Leute kaufen können. Ja gut, wir haben eh 8 von 8, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Was können wir denn hier noch verbessern? Habe ich hier schon irgendwas? Nö. Können wir nicht verbessern. Können wir nicht verbessern. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht voran. Boah, da fehlt uns überall noch was. Na, gucke mal. Hier. Das sieht doch so aus, als würden wir dann mehr Leute bekommen. Wie sieht's hier aus? Können wir das, das könnten wir auch sogar verbessern, ne? Oh, wir kriegen neue Sachen. Gut, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge starte ich tatsächlich mal einen Timer. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.